Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video setze ich mich mit den wichtigsten Kennwerten von Solaranlagen auseinander. Das ist einmal die Leistung in kW, Kilowatt und auch die Arbeit gemessen in Kilowattstunden. Diese beiden Größen werden häufig miteinander verwechselt und das kann zu erheblichen Irritationen führen. Im zweiten Teil des Videos werde ich mich anhand dieser Größen damit befassen, warum es mir passieren kann, dass ich trotz eines großen Akkus, der grundsätzlich meine Verbraucher über Nacht zum Beispiel versorgen könnte, damit rechnen muss, dass ich auch dann Energie aus dem Netz ziehe. Betreibe ich eine Solaranlage mit einem dazugehörigen Akku, so stehen mir für die Versorgung meines Hauses grundsätzlich drei Energiequellen zur Verfügung. Einmal die Solaranlage selbst, der Akku und auch das öffentliche Netz. Um deren Zusammenspiel zu verstehen, setze ich mich nun mit drei Kennwerten auseinander. Das ist einmal die Leistung P, die die Solaranlage bringen kann, gemessen in kW, Kilowatt. Das ist die Arbeit, die mein Akku speichern kann, gemessen in Kilowattstunden, kWh, nicht etwa Kilowatt pro Stunde, sondern Kilowattstunde, denn hier wird die Leistung mit der Zeit multipliziert und nicht dividiert. Außerdem gibt es noch einen wichtigen Kennwert, nämlich die Leistung, die mein Akku wirklich bringen kann. Zunächst zu dem wichtigsten Kennwert meiner eigentlichen Solaranlage. Das ist die maximale Leistung, häufig mit Peak bezeichnet, die diese Solaranlage bringen kann. Typischerweise 10 kW. Soll die Anlage wirklich 10 kW Leistung liefern, so setzt das voraus, dass ich über die Sonneneinstrahlung etwa 50 kW zugeführt bekomme. Denn diese Solarpanel haben etwa einen Wirkungsgrad von 20%. Mittlerweile liegt er etwas höher, aber grob gerechnet 20% heißt eben, dass ich für eine Leistung von 10 kW eine Sonneneinstrahlung von 50 kW benötige. Diese Leistung, die hier für die Solaranlagen angegeben wird, ist natürlich unter optimalen Bedingungen angegeben. Das heißt, bei einer optimalen Sonneneinstrahlung unter einem optimalen Anstellwinkel der Solarpanels und bei einer bestimmten Temperatur. Wird die Temperatur erheblich höher sein, zum Beispiel 40 oder 50 Grad, was auf Dächern durchaus passieren kann, so geht der Wirkungsgrad runter und die Anlage wird trotz der 50 kW Sonneneinstrahlung nicht mehr diesen Wert bringen. Grundsätzlich ist das aber der maximale Wert, den meine Solaranlage liefern kann und damit ein sehr wichtiger Kennwert für die Anlage. Um den wichtigsten Kennwert des Akkus zu verdeutlichen, gehe ich nun von einer vereinfachten Situation aus, nämlich davon, dass die Sonne mit 5 kW Leistung auf meine Solarpanel einstrahlt. Die Anlage, die maximal 10 kW liefern kann, liefert nun 20% davon, das ist 1 kW. Und genau mit dieser Leistung werden nun meine Akkus aufgeladen. Weitere Verbraucher sind in diesem Szenario nicht angeschlossen. Es ist sicherlich recht einfach einzusehen, dass die Ladedauer einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie weit dieser Akku nun geladen ist. Denn nach einer Stunde Ladezeit wird der Akku natürlich nicht so weit aufgeladen sein, wie es nach 2 Stunden Ladezeit in diesem Szenario der Fall ist. Um den Ladezustand meines Akkus zu beschreiben, ist nun also nicht nur die Leistung wichtig, mit der er geladen wird, sondern ich muss auch die Ladezeiten mit einbeziehen. Dazu wird die Ladeleistung 1 kW, die in diesem Fall von meiner Solaranlage kommt, mit der Zeit, mit der Ladezeit multipliziert. 1 kW mal einer Stunde Ladezeit ergibt eine Kilowattstunde, denn ich muss auch die Einheit kW mit der Einheit Stunde multiplizieren. Wird nun 2 Stunden geladen mit einer Leistung von 1 kW, so erreiche ich eine Ladung von 2 Kilowattstunden. Und genau diese physikalische Größe, deren Einheit in Kilowattstunden angegeben wird, ist die elektrische Arbeit, W, W für Work, im Gegensatz zur Leistung P, deren Einheit mit kW angegeben wird.
In unserem Fall nach einer Ladezeit von einer Stunde hat sich also eine Arbeit, die verrichtet worden ist, um den Akku aufzuladen, von einer Kilowattstunde ergeben. Und bei einer Ladezeit von 2 Stunden hat sich eine Arbeit von 2 Kilowattstunden ergeben, die zum Laden des Akkus aufgebracht wurde. Und vereinfachend gehe ich nun hier davon aus, dass auch genau diese Arbeit verlustfrei in diesem Akku gespeichert wird. Um von der Leistung zur Arbeit zu kommen, ist also eine Multiplikation der Leistung mit der Zeit erforderlich. Und daher stammt diese sehr weit bekannte Formel W gleich P mal T. Nun kann man natürlich den Akku nicht beliebig weit ausfüllen, denn irgendwann ist er voll aufgefüllt. Und genau das ist der zweite wichtige Kennwert einer Solaranlage, die mit einem Akku zusammen betrieben wird. Das ist die Ladekapazität des Akkus, die in Kilowattstunden angegeben werden sollte. Typischerweise auch hier die Zahl 10, aber eben nicht die Einheit kW, sondern Kilowattstunden. Und genau hier ist der Sprachgebrauch häufig sehr irritierend. Selbst Fachleute geben mittlerweile die Akkukapazität häufig in kW an, obwohl das schlicht und einfach falsch ist. Den Fachleuten ist das durchaus klar, aber die Laien sagen hier häufig kW und auch in vielen Werbemaßnahmen wird hier mit kW gearbeitet, sodass sich langsam aber sicher die Einheit kW für die maximale Ladekapazität eines Akkus durchsetzt. Will man aber eine Anlage wirklich durchkalkulieren und vernünftig mit diesen Werten rechnen, so ist man tatsächlich dann wieder auf die Einheit Kilowattstunde angewiesen. Sonst machen Vergleiche und Berechnungen auch für Kosten einfach keinen Sinn. Um nun zu verstehen, warum es mir passieren kann, dass ich neben der Arbeit, die ich aus dem Akku ziehe, auch noch Arbeit aus dem öffentlichen Netz ziehen muss, obwohl der Akku anschließend gar nicht voll entladen ist, gehe ich zunächst von einem vereinfachten Szenario aus, bei dem das Ganze noch nicht passiert. Ich habe also tagsüber meinen Akku auf die volle Ladekapazität aufgeladen, nämlich 10 Kilowattstunden. Und in der Nacht betreibe ich nun eine Waschmaschine, deren Leistung 2 kW beträgt. Das heißt, sie belastet den Akku mit der Leistung 2 kW, die sie ihm entnimmt. Dieser Wert ist übrigens für eine Waschmaschine nicht ganz realistisch, denn die 2 kW werden etwa erreicht, wenn die Heizwicklung eingeschaltet ist. Sie werden aber nicht benötigt, wenn die Heizwicklung gerade nicht eingeschaltet wird und nur die Wäsche zum Beispiel rotiert. Ich gehe aber hier nun vereinfachend davon aus, dass die Waschmaschine permanent 2 kW abnimmt. Das heißt, sie könnte auch stellvertretend für eine ganze Reihe von Verbrauchern hier stehen. Wie lange kann nun der Akku diese Waschmaschine versorgen? Dazu muss ich die Arbeit, die der Akku gespeichert hat, teilen durch die Leistung. Ich teile also hier 10 Kilowattstunden geteilt durch 2 kW. Die Einheit kW kürzt sich gegen die Einheit kW raus und es bleiben 5 Stunden übrig. Der Akku wäre also potenziell in der Lage, diese Waschmaschine für 5 Stunden zu betreiben, ohne dass es Schwierigkeiten gibt. Man sollte hier allerdings auch beachten, dass das Szenario tatsächlich stark vereinfacht ist, denn ein vernünftiger Akku wird es gar nicht zulassen, dass er auf eine Kapazität von 0 Kilowattstunden entladen wird. Es werden immer etwa 10-20% Restkapazität hier behalten, da sonst der Akku Schaden nimmt. Betreibe ich nun an meinem Akku 2 Waschmaschinen mit einer Leistung von insgesamt 4 kW, so ist es ganz einfach einzusehen, dass ich den Akku bereits nach 2,5 Stunden und nicht erst nach 5 Stunden entladen habe. Aber genau dieses Szenario funktioniert eben nicht. Denn das setzt ja voraus, dass ich tatsächlich aus meinem 10 Kilowattstunden Akku eine Leistung von 4 kW entnehme. Und genau das würde diesem Akku, den ich mir hier vorstelle, erheblich schädigen. Denn der ist gar nicht dazu in der Lage, eine Leistung von 4 kW abzugeben, denn dann würden die Zellen überhitzen und der Akku würde zerstört oder zumindest erheblichen Schaden nehmen und die Lebensdauer würde erheblich reduziert. Daher haben Akkus nicht nur den wichtigen Kennwert der Ladekapazität angegeben in Kilowattstunden,
sondern es gibt einen weiteren wichtigen Kennwert für Akkus, nämlich die maximale Leistung, die der Akku abgeben darf. Ein vernünftiges Energiemanagementsystem, das zum Beispiel auch schon zum Akku dazugehören kann, wird dafür sorgen, dass der Akku eben nicht höher als mit 3 kW belastet werden kann. Es werden dann in unserem Szenario von den 4 kW, die ich hier benötige, nur 3 kW aus dem Akku entnommen. Da nun aber diese beiden Maschinen eine Leistung von 4 kW benötigen, um vernünftig betrieben werden zu können, ist es nun erforderlich, dass mein Energiemanagementsystem eben dafür sorgt, dass auch aus dem öffentlichen Netz eine Leistung von 1 kW in meine Anlage zugeführt wird. Und so ist es nun so, dass bei einer Betriebsdauer von einer Stunde, die ich mir hier vorstelle, am Ende dem Akku eine Arbeit von 3 Kilowattstunden entnommen worden ist und 1 Kilowattstunde ist aus dem öffentlichen Netz genommen worden. Der Akku wird nachher noch eine Restkapazität von 7 Kilowattstunden haben. Ich musste aber trotzdem 1 Kilowattstunde aus dem Netz beziehen. Würde ich nun dafür sorgen, dass meine Waschmaschinen nicht gleichzeitig laufen, sondern hintereinander, so wäre genau dieser Effekt wieder abgeschaltet und ich hätte am Ende tatsächlich die gesamte Arbeit, die meine Maschinen für ihren Betrieb benötigen, aus dem Akku gezogen. So ist es also besser, wenn man den Akku gleichmäßig belastet und nicht etwa punktuell sehr hoch belastet. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen die wichtigen Kennwerte einer Solaranlage näher bringen. Ich hoffe, Sie haben auch verstanden, warum es mir eben passieren kann, dass ich noch Energie aus dem Netz beziehe, obwohl ich einen großen Akku betreibe. Und vor allem hoffe ich, dass Ihnen das Video gefallen hat und ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.